Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem sehr, sehr gefragten Video. Quasi unter jedem die XY-Sachen werde ich dazu bombardiert mit DMs, Comments, whatever. Die besten Shorts, ja, ich habe mir hier knapp 10, 12 Shorts rausgesucht. Vom Bereich eher ein bisschen sportlich für 20, 29 Euro bis hoch zu Fashion 200 Euro Retail. Ist, denke ich, für jeden was dabei. Ich will direkt rein starten ins Video und zwar zu dieser Woven Short von Nike. Ich denke, ihr werdet sie schon gesehen haben. Die kann man aktuell für super Preise schießen. Das ist halt dieses Corona-Sale-mäßige, da kriegt man halt sehr viel günstiger. Die Short hat ein Retail sowieso nur 29 Euro. Die gab es letztens bei Alike, glaube ich, für, 14, 15 Euro mit diesem Nike-Code. Man hat halt immer dieses Problem, ist halt eine Nike-Short, man wird halt da keine Adidas-Schuhe drauf anziehen können, oder kann man schon, aber ja, machen halt die wenigsten. Die gibt es in vielen Colorways, ist eher sportlich. Vor allem hier auf dem Produktbild finde ich sie gar nicht schlecht, die rote. Denke, ihr seht es ja eingeblendet, hier mit den weißen Air Force, Nike-Socken, schwarzes Oberteil und halt die rote Hose. Das finde ich auch gar nicht schlecht, wenn man diese Farbakzente auch mit der Hose setzt, weil viele ja immer nur schwarze Hosen oder vielleicht auch mal eine graue Hose anhaben. Also kurze und dann irgendwas im Oberteil an Farbe haben. Aber so feiere ich das auch. Oben eher schlicht, Hose bunt und dann halt weiße Schuhe drauf. Rote Schuhe wären da jetzt ein bisschen too much. Aber so auf jeden Fall ein sehr guter Fit. 29 Euro finde ich übelst fair. Und Fit auch total basic, nicht zu weit, nicht zu eng. Wir gehen direkt ein paar Stufen höher, sage ich mal, im Retail. Und zwar direkt zu Represent. Ich habe mir hier so eine Summer Cargo ausgesucht. Habe ich gestern noch rausgesucht, da ist mir aufgefallen, die Front Pockets sind ähnlich wie bei unserer letzten Calor Cargo. nicht, dass sie sich das bei uns abgeguckt hätten, natürlich nicht, aber ist gut zu sehen. Hier haben wir sogar zwei Front Pockets, also auf jedem Oberschenkel ist eine Front Pocket und da nochmal eine drauf. Retail 176 Euro, ich muss sagen, die Hose sieht wirklich übelst wild aus an dem Model, wenn ich es mal so sagen kann, von der Seite. Die stechen halt schon krass hervor, so die Taschen stehen schon gut raus. Aber das ist halt wirklich so halt im Fashion-Bereich was, ne? Das alles andere ist mehr so vielleicht ein bisschen sportlicher, Lifestyle, Freizeit. Das ist wirklich, ja, mehr so Modeschiene, Mode-Fashion-Bereich. Ist halt, der Retail ist halt heavy, ne? Also ich persönlich würde mir die Hose nicht für 176 Euro holen, das ist mir einfach zu teuer für eine kurze Hose. Da weiß ich nicht, bin ich vielleicht noch ein bisschen alte Schule, dass ich sage, ich bezahle für so wenig Stoff nicht so viel Geld. Obwohl es ja im Endeffekt, ist ja scheißegal, wie viel Stoff da dran ist, kommt ja drauf an, wie es aussieht. Aber so an sich finde ich die wirklich super gelungen. Wollte ich unbedingt mir hier mit im Video haben, weil mir, ja, als ich fertig war mit der Recherche, aufgefallen ist, dass da sehr viel Sportliches dabei ist. Deswegen habe ich die noch nachträglich eingefügt. Wieder ein bisschen sportlicher, auch gut hier auf den Produktbildern gerockt mit Jordans, mit den Obsidian UNC, ist diese Legacy Pant, diese Air Jordan 13 Legacy Pant. Die hat so eine verwaschene Optik, es ist so ein hellblau, verwaschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, ob, also die Hose sieht halt so zerknittert aus, aber ich denke, das ist so, also Nike wird hier keine zerknitterten Produkte shooten, sondern die hat tatsächlich diese zerknitterte, verwaschene Optik. Sieht übelst nice gerade hier auf den Obsidian UNC drauf aus. Gleiches Thema wie bei der roten Hose, schlichtes Oberteil. Die Hose ist halt, ja, 90 Euro, was anderes als jetzt bei den anfänglichen Hosen für 29, 90 Euro. Aber für den Fit auch ein bisschen breiter, ein bisschen auf Basketball, ist ja eine Air Jordan Hose. Finde ich auch super nice. Back to Represent für 152 habe ich mir hier so eine, ja, ich will gar nicht sagen, also die Hose heißt Military Shorts, Tie-Dye, aber das ist mehr so ein bisschen auf Frühling, auf Blüten, finde ich, angelehnt, also bist so etwas heller, also nicht dieses klassische Tie-Dye-Camo-mäßige, was man mit Military immer in Verbindung bringt. Finde ich auch super nice. Ich finde, hier sind die Taschen nicht so in-your-face-mäßig, sondern sind seitlich etwas dezenter. Super clean, ist auch gut hier vom Model getragen. Weiße Socken, weiße Schuhe. Ja gut, also, ob man jetzt dazu noch die passende Jacke tragen muss wie das Model, weiß ich jetzt nicht. Aber da schön weißes Tee drauf, die Hose als sage ich mal, Blickfänger und Basic-Socken, Schuhe. Für die Jeansträger unter euch habe ich mir hier so eine Collusion-Jeans bei ASOS rausgesucht. Ich habe leider kein Bild von der Hose gefunden, wie sie im Fit ist. Also ich hoffe mal, sie ist nicht zu eng, weil das ist ja bei Jeans manchmal ein bisschen blöd, wenn die dann wirklich so übelst eng sind. Aber ich habe mir extra die rausgesucht, weil die so ein bisschen Vintage-Retro-Look hat. Sie ist ein bisschen verwaschen, dieser hellere Jeansstoff. Finde ich auch sehr cool, diesen Look, also diese kurzen Jeans. Da ein paar, also im Sommer sowieso generell auf alle Hosen immer weiße Tennissocken. Diesen
Look finde ich einfach super. Also ich habe von früher mal so diese ganz Sneakersocken, diese ganz niedrigen noch angehabt, dass man die Socken gar nicht sieht. Jetzt immer Socken eigentlich auf egal welchen Schuh. Geht auch mit Jeans, deswegen habe ich die mal mit reingenommen. 27 Euro nur Retail, ist halt bei ASOS, ist jetzt keine krasse Markenjeans, aber ja, die sollte es auf jeden Fall tun. Also wenn ihr da was sucht, schaut doch mal bei ASOS rein. Also entweder die oder generell, da waren einige nicht ganz so schlechte Modelle dabei. Kurz zur nächsten Hose, ist eine ähnliche wie die allerersten Nike-Hosen, aber aus der Double Swoosh Collection. Ja, eine graue Nike-Hose, fit, wieder ähnlich wie bei der ersten, auch etwas breiter. Habe ich sowieso darauf geachtet, dass keine Hose zu eng ist. Double Swoosh Collection, wir haben hier halt statt unten am Bein dieses Nike und das Logo, haben wir einfach zwei Swoosh. Ganz basic, ihr kriegt die in, keine Ahnung, 10 Colorways, schaut da gerne mal rein. 49 Euro finde ich auch noch, in Ordnung. Als nächstes wieder ein bisschen was Farbenfrohes, ihr seht schon, ich feiere das. Und zwar habe ich mir da eine babyblaue CK-Short rausgesucht, also halt von Calvin Klein. Ich finde auf den Bildern, die kommt schon ganz gut. Ich könnte mir vorstellen, dass sie in echt vielleicht nochmal ein bisschen besser. Ich finde, das Bild ist etwas überbelichtet. Also auch wenn man mal auf die Schuhe guckt, die sehen sehr hell aus. Ich glaube, in echt ist die vielleicht noch ein kleines bisschen dunkler, dass die noch ein bisschen bläulicher ist in echt. Aber die Idee finde ich echt nice, dass man halt, wie gesagt, es kommt ja aktuell, Nike Lab hat so babyblaue Hoodies, Tees gebracht und so, dass man einfach das Ganze auf die Hose bringt, sage ich mal, den Colorway. Nicht immer die gleiche Hose anhat und mit irgendwelchen Tees immer wechselt, sondern auch mal vielleicht 2, 3, 4 bunte Hosen hat. Hab da jetzt speziell nach einer babyblauen gesucht, da ist mir jetzt die aufgefallen von Calvin Klein. 80 Euro Retail, ist halt eine Markenhose. Ja, Stoffhose für 80 Euro muss man sich überlegen, aber so optisch an sich finde ich die echt gut. Next off habe ich eine ein bisschen mehr diesen Basketball-Style rausgesucht von Mitchell & Ness. Ist sowieso, finde ich super für den Sommer, wenn man eh so sportlich unterwegs ist oder auch diese ganzen Jerseys, die jetzt wieder kommen, die auch letztens Sommer schon sehr angesagt waren. Hier blau mit diesen roten Streifen rausgesucht. Nothing too crazy, finde sie auch, um ehrlich zu sein, sehr, sehr überteuert. Ich meine 280 Euro, aber das nur als Input, dass ihr euch auch dahingehend mal umschauen könnt. Also weil ich auch immer sehe, dass ich gefragt werde, ey, wie findet ihr das Jersey? Finde ich dieses Jersey-Thema sehr, sehr gut, aber nicht nur Oberteile, sondern auch hosentechnisch. Die nächste Hose ist von Sergio Tacchini tatsächlich und damit habe ich versucht, ein bisschen dieses Problem aufzuheben, was man hat, wenn man beispielsweise eine Hose von Jordan, Nike oder Adidas hat, dass man dann dementsprechend, oder man kann es natürlich machen, wie man will, aber viele sagen, oder ich mache es jetzt auch nicht, dass ich eine Adidas-Hose habe und dann Nike-Schuhe. Hier, mit so einer, sag ich mal, neutralen Marke kann man dem Problem halt aus dem Weg gehen. Da holt man sich eine neutrale oder vielleicht zwei Hosen, einmal schwarz-weiß und kann dann jeden Schuh, den man hat, dazu anziehen. Fit ist völlig basic, keine schlechte Hose, 29 Euro. Also wenn ihr sowas noch sucht, schaut euch die mal an. Die vorletzte Hose ist wieder eine Designerhose. Und zwar für den, wer auch im Sommer den Flex raushängen lassen möchte, euch eine Stone Island Hose rausgesucht. Die ist sogar mit Tasche und Zipper. Obwohl es eine Sweatshirt ist mit Tasche, finde ich auch nicht schlecht. Also sonst kennt man das ja meist nur von Cargo Shorts, dass man halt einfach eine kurze Cargo hat mit irgendwelchen Taschen. Aber die haben hier an ihre Sweatshirt noch eine Tasche mit Reißverschluss sogar dran gehängt, was gar nicht mal so easy ist. Aber ja, Stone Island ist halt Stone Island, haben sie gemacht. Natürlich 200 Euro Retail Stone Island Preise, aber wie gesagt, wer das Geld halt übrig hat und wirklich was markentechnisch sucht, finde ich den Colorway jetzt am ansprechendsten. Ihr seht, denke ich schon, ich gehe viel auf helle Colorways, nicht nur farbig, sondern auch eher heller. Und die letzte Hose ist tatsächlich eine, die noch nicht draußen ist, die ich auch so auf Instagram erst gesehen habe. Und zwar bei Ashraf habe ich die gesehen, aus der kommenden Collab von 6PM und OZ, also aus der zweiten Collab dann, die erste kam mir schon. Er hat hier ein Tennisprofi im Lager, ist die Description, einer auf Tennis. Das ist übrigens auch der Fit, von dem ich immer spreche. Okay, er hat jetzt einen pinken Hoodie an, aber helle Hose, weiße Socken, Schuhe. Die Hose
habe ich jetzt einfach mit reingenommen, weil ich 6PM an sich und auch diese Collab mit Ozzy sehr, sehr stark finde. Habe ja dazu auch schon gesagt, in dem, ich glaube, letzten Video, wo ich auch über 6PM gesprochen habe, die Quali ist wirklich super, Konzept hinter einer Marke und so weiter, finde ich sehr stark. Ich kann es halt natürlich nichts zu, also fit sieht schon mal nice aus, nicht zu lang, nicht zu kurz, etwas breiter. Stoff kann ich nichts zu sagen, aber wie gesagt, ist wirklich auf No-Werbung-Basis wirklich sehr, sehr gut gewesen von den Sachen, die ich mir dort bestellt hatte in der ersten Ozzy-Collab. Behaltet es auf jeden Fall mal im Auge. Retail-technisch wird die wahrscheinlich die Hose so 60 kosten, würde ich jetzt mal schätzen, vielleicht 69, vielleicht, ja, 60 bis 70 Euro Retail. Behaltet das mal im Auge, ich finde die Hose sieht sehr clean aus mit diesem kleinen Ozzy 6PM Logo, schön weiß, hell, perfekt für den Sommer. Lasst mich auch gerne in den Kommentaren wissen, ob da für euch was dabei war, seht ihr das ähnlich wie ich oder seid ihr Team monotone Hose, sage ich mal, also schwarz-weiße Hose und einfach die Oberteile durchwechseln, oder seht ihr das ähnlich wie ich, dass man auch mal eine blaue Hose, eine rote Hose gut tragen kann, natürlich dann dementsprechend mit einem etwas monotoneren T-Shirt, also das finde ich, da gibt es auch den einen oder anderen Fit jetzt, weiß ich jetzt nicht, hellrotes Oberteil auf rote Hose mit rotem, also das ist mir wirklich viel, deutlich too much, aber lasst mich gerne in meinen Kommentaren wissen. Ansonsten, like gerne das Video, abonnieren uns auf YouTube, würde mich sehr freuen, dann hören, sehen wir uns im nächsten Video. Peace.